E.ON baut seinen Vorstand weiter um. Das berichtet die Rheinische Post. Vertriebsvorstand Reutersberg soll bis 2015 im Amt bleiben. Danach soll ihn der derzeitige Ruhrgas-Chef Schäfer ablösen. Reutersberger ist verantwortlich für das Sparprogramm E.ON 2.0, das bis 2015 abgeschlossen sein soll. Die Rheinische Post berichtete außerdem, dass RWE-Vorstand Birnbaum den Technologievorstandsposten bei E.ON übernehmen soll. Des Weiteren wird der Posten des Personalvorstands bei E.ON frei. Das Energieunternehmen äußerte sich nicht zu den Personalien. Auch Linde sucht nach einem Ersatz für Vorstandschef Reitzle. Er hat angekündigt, seinen 2014 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Reitzle schließt auch einen sofortigen Wechsel in den Aufsichtsrat aus. Aufsichtsratschef Schneider hat bereits zwei Kandidaten, die noch nicht im Unternehmen sind, als Nachfolger im Auge. Der Aufsichtsrat werde rechtzeitig über die Personalie abstimmen. Schneider selbst will bei der Hauptversammlung 2013 wieder als Aufsichtsratschef kandidieren. Thyssen plant indes, den Vorstand um einen Posten für regelkonforme Unternehmensführung zu erweitern. Der Spiegel berichtet, dass Unternehmenschef Hiesinger dem Aufsichtsrat bei der nächsten Sitzung im Mai den Vorschlag unterbreiten will. Thyssen war zuletzt wegen Preisabsprachen bei Stahllieferungen für die deutsche Autoindustrie unter Druck geraten. Thyssen hatte angekündigt, mit dem Bundeskartellamt zusammenzuarbeiten, um die Vorwürfe aufzuklären.